Herzlich willkommen, danke, dass ich da sein darf. Wenn Litz schon neblig ist, also ich komme definitiv aus dem sonnigsten Gebiet des Waldviertels, bei uns scheint wirklich sehr viel die Sonne. Ja, was ist klar? Klar, Modellregion bedeutet Klimawandel-Anpassungsmodellregion. Und weil das ziemlich sperrig ist, hat man gesagt, klar, eh klar. Das Klima verändert sich. Wir müssen uns jetzt schon überlegen, wie können wir uns anpassen, wo gibt es Maßnahmen, um sich anzupassen, und darauf fokussiert das Projekt Klimawandel-Anpassung. Und es geht auch darum, Anpassungsmöglichkeiten zu finden, die nicht klimaschädlich sind. Weil eine klassische Klimaanpassungsvariante ist, wenn es sehr heiß wird, dann macht man Klimaanlage. Also das wollen wir nicht damit, sondern wir schauen, wie kann man anpassen, ohne das Klima zusätzlich zu belasten. Und dass das immer wichtiger wird, das ist, glaube ich, in aller Munde und bereits fast bei jedem angekommen. Ja, und was sind jetzt die Schwerpunkte bei euch in der Region? Die Schwerpunkte, die wir in der Region gesetzt haben, sind an und für sich die drei Ws: Wald, Wasser, Wiese, Wiese verbunden mit Biodiversität. Bei den Klarregionen ist das ganz Tolle, es kann sich die Region selbst aussuchen, welche 10 Schwerpunktmaßnahmen sie sich aussucht. Welche 10 Schwerpunktmaßnahmen sie erarbeitet. Man erstellt in diesem Klarprozess, man steigt ein, man erstellt ein Grobkonzept, und das haben wir unter Beteiligung der gesamten Bevölkerung gemacht, sprich wir haben 6 Workshops in der gesamten Region, das sind 14 Gemeinden, gemacht und haben gefragt, was ist euch wichtig? Wo druckt's? Und da ist ganz klar rausgekommen, oder was ist das Thema? Und da ist ganz klar rausgekommen, der Wald, Borkenkäfer im Waldviertel ist, glaube ich, auch nichts Neues. Das ist ein großes Thema, der Waldumbau. Das zweite große Thema ist Wasser, einerseits das Trinkwasser und andererseits aber auch der Starkregen, also das Wasser, das von oben kommt, das uns dann, wenn es schnell wegfließt, im Trinkwasser fehlt. Und der dritte Bereich ist Biodiversität. Wir haben in unserer Region im Waldviertler Kernland ganz tolle Landschaftselemente, also Bichel, Kobel und Baumreihen. Und da geht es uns darum, die wirklich auch zu erhalten und nach Möglichkeit zu vermehren, weil diese gerade in der Klimawandelanpassung eine ganz richtige Rolle spielen werden. Und da gibt es ja eine Förderung, und wie lange ist die Laufzeit dafür? Ja, da gibt es eine Förderung, Gott sei Dank. Das schaut so aus, für die Maßnahmenerstellung haben wir ein halbes Jahr gehabt, wo wir intensiv in den Prozess gegangen sind, und danach hat man 2 Jahre für die Umsetzung, und sie überlegen jetzt dann noch eine Evaluierungsphase zu machen oder das auch länger zu machen, also diese Umsetzungsphase. Das hat der Klima- und Energiefonds noch nicht ganz fertig geplant, weil sie, das ist ein ganz neues Förderprogramm, und da schaut man, was braucht's wirklich. Und empfehlen Sie jetzt den Gemeinden, dass man dann wirklich einreicht dafür? Ja, natürlich, sonst würde ich, ja, absolut. Wir haben einer ist der. Kompliziert ist es. Nein, es ist nicht kompliziert. Und vor allem der riesengroße Vorteil bei diesem Förderprogramm ist, dass man miteinander ins Reden kommt. Wie eh der Vorredner schon gesagt hat, wenn ich das Starkwasser oder die Starkregenereignisse abschwächen will, brauche ich einen Schulterschluss mit der Landwirtschaft. Das ist eh ganz klar, aber das ist ein Prozess, das dauert, das muss begleitet werden, das ist kompliziert, mit all seinen Facetten. Und um das zu erreichen, um wirklich zu schauen, wie kann ich das gut machen, damit alle happy sind, dazu braucht es 1, 2 viele Personen, die das auch managen und die diesen Prozess begleiten, auch wenn er schwierig ist. Und darum ist dieses Projekt so wichtig. Es gibt insgesamt 20 Klarregionen. In anderen Regionen ist zum Beispiel der Weinbau ein ganz großes Thema oder der Humusaufbau. Also je nach Region wird geschaut, was ist eines der wichtigsten Themen, und die werden dann verfolgt und in Maßnahmen umgesetzt. Ja, schauen wir, ob es an die Frau Maurer auch Fragen gibt. Und ich kann verraten, dass jetzt wieder einen Call gibt für die Klarregionen. Das wird in die nächsten Tage bei unseren Beraterinnen und Beratern auch die Information sein. Das heißt, wenn Sie Interesse haben, rufen Sie einfach bei unseren Kolleginnen und Kollegen an. Dann können Sie das der Region nachmachen. Herzlichen Dank fürs Hiersein.